Hohe Promidichte bei den Bundesfinals im Skispringen und beim Ski Alpin. Mit Viktoria Rebensburg und Martina Ertl-Renz in Bad Wiessee sowie David Siegel und Hans-Jörg Jeckle in Schonach waren so viele Olympiasieger und WM-Medaillengewinner wie noch nie bei einem Bundesfinale vor Ort. Wir sagen euch, warum es für die Vorbilder der Mädchen und Jungen eine Ehrensache ist, bei Jugend trainiert vorbeizuschauen und wer die Bundesfinals in diesem Jahr gewonnen hat. Auf der Schülerscheinlinschenwald. Für 67 Mädchen und Jungen ist das Bundesfinale im Skispringen der Höhepunkt des Jahres. Oh, das war mal ein richtig genialer Satz. 13 Teams aus 8 Ländern waren am Start. Den längsten Anreiseweg hatten die Athleten aus Brandenburg und Niedersachsen. Zum ersten Mal in der Geschichte von Jugend trainiert waren sie mit 3 Springern am Start und konnten so an der Teamwertung teilnehmen. Es ist cool, weil wir als Mannschaft da sind und mir gefällt das auch, dass wir uns so gut verstehen und so. In Niedersachsen ist das geilste Team, weil wir zusammenhalten und weil wir gut im Springen sind. Parallel zum Skispringen in Schönwald starteten die besten Schul-Ski-Alpin-Teams im oberbayerischen Bad Wiessee. Der Grund für den Umzug? Es lag zu wenig Schnee im Schwarzwald. Die Ski-Langlauf-Wettbewerbe mussten deshalb abgesagt werden, auch weil die Strecke im Wald wegen des Sturms zu gefährlich für die Läuferinnen und Läufer war. Hier in Bad Wiessee hatten Freiwillige die Piste tagelang präpariert. Insgesamt waren wir ca. 20, 25 Helfer, insgesamt mit dem Förderverein zusammen. Wir haben jetzt die letzten 2 Tage immer wieder gut präpariert, haben die Strecke eingesalzen, gestern Abend schon eingesalzen, sodass wir heute sicher gute Bedingungen haben. Die Skisprungwettbewerbe blieben aber in Schonach bzw. Schönwald. Dank der freiwilligen Helfer um den Mannschafts-Olympiasieger von 1994, Hans-Jörg Jeckle, die sowohl die Schanze als auch den Auslauf perfekt präparierten. Unter den Augen von Nachwuchsbundestrainer Christoph Klump lieferten sich die Mädchen und Jungen auf der Schönwalder Jugendschanze einen spannenden Wettkampf. Das Skisprung-Bundesfinale von Jugend trainiert ist unverzichtbar für die Talentsichtung des DSV. Für uns ist Jugend trainiert ein extrem wichtiges Tool. Zum allerersten Mal können wir im Skisprung hier die neuen 10-Jährigen zum ersten Mal auf Bundesebene sichten und mal einen Überblick verschaffen. Was haben wir hier, was haben wir für ein Leistungsniveau? Ganz, ganz wichtiger Wettkampf. Diesen hohen Stellenwert unterstrich auch David Siegel. Der zweifache Juniorenweltmeister schaute bei der Siegerehrung vorbei. Der zurzeit verletzte DSV-Athlet gab den Stars von morgen wertvolle Tipps für ihren weiteren Karriereweg. Den Kindern speziell kann ich mitgeben, hey, auch wenn es jetzt nicht so läuft oder auch wenn du jetzt nicht immer oben stehst, auf Platz 1 oder auf Platz 2, auf Platz 3, einfach weitermachen. Einfach nach sich selber schauen, nicht nach rechts und links, sondern nach sich selber schauen. Da dran weiterarbeiten, wo man die letzten Wochen dran gearbeitet hat. Und dann wird man feststellen, schwuppsdiwupps, ist man im nächsten Jahr schon deutlich weiter als im letzten Jahr. Genauso viel Unterstützung bekam auch der Ski-Alpin-Nachwuchs in Bad Wiessee. Mit Romy Renz startete für das St. Ursula-Gymnasium aus Lenggries die Tochter der dreifachen Olympiamedaillengewinnerin Martina Ertl-Renz. Für Mutter und Tochter hat Jugend trainiert eine ganz besondere Bedeutung. Also Jugend trainiert ist sicherlich ein super Event für die Kinder. Es hat schon so eine Stimmung wie vielleicht bei einem kleinen Großereignis. Und dann kriegen sie einfach schon mal mit, wie läuft es ab. Und es fühlt sich halt auch toll an, wenn man da Sportler sein darf. Und da die Ehre hat, beim Finale dabei zu sein, ist auch was Besonderes. Jugend trainiert ist für mich ein toller Event, weil man halt so früh anfängt, so für Olympia zu trainieren. Und das macht halt einfach Spaß. Auch Viktoria Rebensburg kam zu ihrer Hausstrecke. Die derzeit beste deutsche Skiläuferin holte 2010 Olympiagold im Riesenslalom und gewann eine Woche vorm Bundesfinale ihre erste Weltcup-Abfahrt. Ihr Besuch hier in Bad Wiessee war ihr genauso wichtig. Wir müssen ja auf unseren Nachwuchs schauen und deshalb ja, hoffe ich, dass es vielleicht ein bisschen Inspiration geben hat und die Kids dadurch Spaß haben und dranbleiben beim Skifahren. Das Bundesfinale in Bad Wiessee war ein historisches Ereignis, denn zum ersten Mal fanden die Ski-Alpin-Wettbewerbe am Tegernsee statt.
Aus Sicht des DSV und der Deutschen Schulsportstiftung war die kurzfristige Verlegung die richtige Entscheidung. Es ist eine tolle Organisation aller Beteiligten, dass es gelungen ist, das Winterfinale durchzuführen. Ich habe mich selbst wohlgefühlt und wenn man in die Augen der Schülerinnen und Schüler schaut, dann stellt man fest, es war toll, dass wir das hier durchgeführt haben. Fanden die Siegerteams übrigens auch. Bei den Mädchen siegte Romy Renz mit ihren Mädchen vom St. Ursula-Gymnasium aus Lenggries. Bei den Jungen setzten sich die Vorjahressieger vom Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium Rosenheim durch. In Schonach stand das Regionalteam Schwarzwald ganz oben auf dem Treppchen vor den Regionalteams aus Schwaben und Inselsberg. Alle bekamen neben einem Pokal Siegerski unseres Hauptsponsors Deutsche Bahn. So gab es ein versöhnliches Ende für die Veranstalter aus Schonach trotz der Skilanglaufabsage und der Verlegung der Skialpinrennen. Ich wünsche mir, dass das auch weitergeht, weil ich die Veranstaltung sensationell gut finde und die Kinder unglaublich Freude miteinander verspüren. Man lernt sich kennen aus anderen Nationen, aus anderen Orten und so soll es sein. Das soll eine Stätte der Begegnung für die Kinder sein und das finde ich wunderbar dran. Großer Dank geht auch an alle Helfer, die in Schonach, Schönwald und Bad Wiessee alles gegeben haben, damit die Bundesfinals stattfinden konnten. Wir sehen uns wieder in Schonach, spätestens 2022.